Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Entschuldigung. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Switchboard-Reihe. Und wir wollen jetzt erstmal nur ein Unboxing machen von dem Solarpanel. Und dann erkläre ich euch das auch, inwiefern das funktioniert. Dafür holen wir uns auch nochmal einen Switchboard-Kotten her. So. Ich habe das schon eins aufgemacht gehabt. So. Gibt es in Weiß und in Schwarz, wie die Switchboards. Für die Gardine gibt es auch in Weiß und Schwarz. So. Dann haben wir einmal die Anleitung in Englisch, wie wir sie befestigen sollen. Okay, die wird dann eingehakt, okay. So, aber denkt dran, wenn ihr das macht, so laut ich, soweit ich den jetzt hier so im Überblick hatte, macht das mit dem Solarpanel erst, wenn ihr den Switchboard-Kotten eingerichtet habt. Ich erkläre euch das gleich auch noch warum. So, das ist der Switchboard Cotton für die Gardine und das Solarpanel kommt praktisch auf die Rückseite, hier hinten drauf. Ich mache das jetzt erstmal ohne Kleber. Wir haben jetzt hier noch Klettband. Das Klettband kommt im Prinzip. So rauf. Die müssen wir hier rausholen. So. Und hier hinten seht ihr das schon, wird dann so aufgeklebt. Ich zoome mal noch ein bisschen ran. So wird das dann aufgeklebt. Also andersrum halt natürlich. Die kleinen Vierecke kommen hier rauf. Die sind auch hier markiert. Da 2 und da 3. Praktisch so rum. Und die andere Seite kommt dann an den Switchboard-Bot. Cotton. Ja. Ich mache das jetzt erstmal ohne die Klebepartei. Hier einmal oben, so nach oben machen, vorsichtig, damit man das nicht zu weit biegt. Dass es hier oben gerade ist. Und dann kommt das hier oben reingehakt. Da muss ich aber selber erstmal nachgucken, wie das reingehakt werden soll. Weil der Widerstand ist jetzt nicht gerade da. Welches habe ich? Ich habe dieses in der Mitte habe ich. Also erst nachdem das an der Gardinenstange ist.
dann von oben nach unten einhaken. So im Prinzip. Wenn es an der Gardinenstange ist, ich werde mal die Gardinenstange vormachen. So, dadurch haben wir dann praktisch hier so ein bisschen Platz. Und dann sollen wir das praktisch. Weil das hängen ja beide natürlich dran. So, wartet mal, ich mach das mal vor. So. Ja, ich kann jetzt hier nicht genug Kraft auf beide auswirken. Ich mach mal nur mit eben jetzt. Ein bisschen enger zu. Oder wartet mal. Ja, doch, so geht's mit beiden. Und dann einfach hier die so rein und dann hakt sich das hier unten gleich rein. Seht ihr das? Also hier oben reinhaken. Und dann könnt ihr das auch wieder raushaken. Ich kann es jetzt noch nicht festmachen bei diesem Kotten, weil der muss noch eingebunden werden. Aber denkt dran, ihr macht das am besten erst, wenn ihr den eingebunden habt in euer Netzwerk, weil dieser Knopf hier, der ist wichtig, damit und die Leuchte hier unten, damit bindet ihr, seht ihr, wie weit der das ins Netzwerk einbindet, also einmal für ins Netzwerk einbinden und dann blinkt der hier unten und dann sagt er, wenn er fertig ist. Und dann hängt der praktisch hier so dran. Also praktisch nur an einem Kleber. Warum jetzt hier unten noch Kleber dran sind, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, das sind Ersatzkleber. Dass man das so ranmacht. Aber in dem Heft. Im Heft steht auch hier drin. Hier ist eine ältere Version mit Kabel. Achso, da bräuchte man gar nicht kleben. Nur bei der älteren Version müsste man kleben. Okay. Bei der älteren Version müsste man kleben, hier nicht, weil das USB-Teil ja hier ist. Bei der älteren Version kam er irgendwie an der Seite raus. Natürlich muss man die Schutzfolie auch erstmal abmachen, ist klar. So. Aber das werde ich ja später richtig ranmachen. Wir wollten uns ja erstmal nur im Unboxing angucken. Später werde ich das dann bei allen nachrüsten. Da werde ich dann nochmal ein separates Video machen. Wenn die dann dran sind oder wenn ich es ranmache. Ich glaube auch nicht, wenn ich es ranmache. Das ist. Dann stehe ich hier auf der Leiter und so auf dem Stuhl beziehungsweise. Das ist. Nee. Ja, wenn es dran ist. Ich werde da nur fluchen, weil es nicht gleich beim ersten Mal klappt und so. Das, da ist es besser, wenn wir da erstmal warten. Also klein und kompakt. Gibt es in weiß und in schwarz übrigens. So. Verpacken wir das wieder. Das sind die für die Übergardine. Wo ich noch nicht hingekriegt habe, dass es verkehrt rumläuft. Wenn ihr das erste Video dazu gesehen habt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich fummel ja noch ein bisschen rum. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Würde ich mal so sagen. So. Das war jetzt zu der Solarzelle. Hat halt den Vorteil, dass ich die Akkus, die im Switchboard-Cotton drin sind, mit der Solarzelle aufladen und dass ihr nicht den langen Kabel daran hängen müsst oder ab und zu abbauen müsst und laden müsst und dann wieder ranmachen müsst und dann gucken, ob es richtig kalibriert ist und so. So lädt sich das halt dann immer
von alleine auf. Wir werden auch gucken, wie es sich im Praxistest schlägt. Ja, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.